Was geht ab? Peace on the Born Dollar. Ich begrüße jeden einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. Heute zeige ich euch in diesem Tutorial einen Bodenglitch, wie ihr durch diesen Boden durchglitschen könnt. Und es ist einfach nur ein hammergeiler Glitch. Also, dafür benötigen wir erstmal gar nichts, sondern wir müssen erstmal hier ein Loch graben. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wie man auch das haben möchte, so groß, wie man es haben möchte. Es ist völlig egal, wie groß, wie klein. Es geht mit allen Sachen. Das heißt, ich baue jetzt erstmal hier ein Loch mit euch zusammen. So ganz easy und flockig. So, nimm schon mal die Erde in die Hand, weil wir müssen das ja auch irgendwie wieder zumachen. So, sind wir fertig? Ja, fast. So, haben wir es geschafft? Machen wir das hier zu. So, einmal Geschwindigkeitstrank, weil sonst dauert das noch länger. So, hier zu. So, zu. Und hier nochmal zu. Hinten natürlich auch noch. Kein Ausweg. Oh mein Gott. Also, jetzt setzen wir eine Kiste hier hin. Eine Kiste in der Mitte. Und tun dort einfach mal, ja, Diamantenblöcke rein. 4x64. What the fuck? Wer diese findet, hat gewonnen. So. Jetzt nehmen wir keine Erde mehr, sondern machen dies, dass wir das mit Quarzblock einmal das zumachen. Dass wir das sehen können, was ich damit meine. So, das ist jetzt der eine Block, den wir jetzt hier hingetan haben. So, natürlich kann man das auch so machen mit der Treppe nach unten, aber das ist schwachsinnig, sondern es sollte so sein mit einem Bodenglitch. Wenn wir jetzt von hier oben nach unten springen, passiert gar nichts. Komm nicht durch. Das heißt, ich baue jetzt erstmal hier einmal was hoch. So, so, Treppenstufenart. So, hier hin. Perfekt. Okay, jetzt nehmen wir einmal das Boot. Das ist echt, echt luxuriös, weil mit dem Boot her fliegen wir einfach mal runter. Also, ich stelle das jetzt einmal kurz um auf Spielmodus Überleben. So, Level 72 mit Herzen. Wenn wir jetzt hier runterspringen, passiert gar nichts. Aber aufgepasst, Leute, jetzt kommt der übelste Schrei mit diesem Bootglitch, also Bodenglitch. Wir stellen das Boot hier hin, setzen uns rein. Ich mache mal kurz von draußen. Von der Ansicht her, dass wir das gut erkennen können, fliegen einmal hier runter und blub, fallen wir durch. Ab an die Kiste und wir haben das Versteck gefunden mit einem Boot, mit einer Blockhöhe von einem Block die Decke. Einfach mal durchgefallen. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr natürlich auch hier einen ganz geheimen Ausgang machen. Das heißt, ihr baut, wie eure Meinung bzw. euer Gefallen daran findet. Ihr könnt einerseits als Falle das machen, das heißt, ja, super, Kiste gefunden, aber ja, bauen kann ich jetzt nichts ab, ich bin gefangen und irgendwann sterbe ich, toll, ist eine Trollfalle. Kann man anwenden, muss man aber nicht, aber wenn man hier runterfällt, kann man theoretisch hier wieder so einen Geheimgang rausmachen, irgendwo raus und ready go. Also wie gesagt, einfach nur als Bodenglitch, das heißt, man kann durch einen Block mit einem Boot, wenn man drin sitzt, einmal durchfliegen. Ich zeige euch das nochmal, so, dass ihr genau wisst, dass es jedes Mal passiert. Einmal das Boot hier hin, so, kreativ beendet, das heißt, wir schweben nicht mehr, steigen ein und ab nach vorne. Aufgepasst, Leute, wir fliegen jetzt durch. Flupp, oh, da ist noch ein Loch, Momento, wir müssen das jetzt nochmal wegmachen. Das heißt, Quarzblock nochmal dahin, so, habe ich gar nicht gesehen, wir sind ja durch das Loch gefallen, das sollte jetzt nicht so sein. So wieder kreativ aus, das heißt, wir fliegen nicht. Ob ihr das im Survival macht oder im Kreativ, in dem Sinne, Hauptsache ihr könnt springen ohne schweben. Und wenn wir jetzt hier einmal runterfallen, ohne dass da jetzt ein Loch ist, fallen wir durch. Cool, oder? Also ich bin jetzt raus mit dem kleinen Tutorial hier, wie man durch den Boden glitschen kann. Mein Name war OchnumberWanderer und ich begrüße euch herzlich willkommen beim nächsten Video bei Minecraft. Ich bin jetzt raus, wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Haut da rein, euer OchnumberWanderer. Bis dahin und tschüss.